Liebe HSV-Fans, heute sind wir beide dran im Adventskalender. Und ich habe ein paar Fragen für dich mitgebracht, Bobby. Was ist dein Lieblingssong? Boah, habe ich nicht. Habe ich echt nicht. Es gibt richtig viele, aber einen einzigen Song habe ich nicht. Okay, dann sag Album. Lieblingsalbum ist Graduation von Kanye West. Okay. Also, mit wem teilst du dir dein Zimmer im Hotel? Also, am Anfang habe ich mit Leibe, der ist ja jetzt leider verletzt, dann haben wir beide ja. Dann hast du dich leider auch verletzt, ich weiß nicht jetzt. Du machst Auge, ja? Jetzt war ich zuletzt mit Ludo. Jetzt hoffe ich, dass der fit bleibt, ey. Hoffentlich, ja. Gibt es etwas, was du richtig bereust? Nein, eigentlich nicht. Nicht? Nein. Ja. Alles, was man macht im Leben, das führt dann ja zu dem Punkt, wo man jetzt ist. Und es gehört alles, glaube ich, zur Reise und zur Entwicklung mit. Deswegen. Ja, okay, gute Einstellung. Ja. Gute Einstellung. Ist Weihnachten mit Kindern für dich ganz besonders? Ja, auf jeden Fall. Als Kind habe ich es auch geliebt, aber ja, dann, wenn man dann ein bisschen älter wird, also 18, 19, dann hat es natürlich nicht mehr ganz so eine große Bedeutung, aber jetzt mit Kindern ist es unfassbar schön, einfach Weihnachten zu feiern. Na, glaube ich. Und hast du schon Geschenke geholt für die Kinder? Ja, das macht immer alles der Weihnachtsmann. Ah, ja, okay, der Weihnachtsmann. Haben die schon Briefe geschrieben an Weihnachten? Ja. Ja. Schon fleißig Briefe geschrieben. Und die wurden auch abgeholt? Ja, genau. Von Weihnachten. Ja. Musstest du früher an Weihnachten ein Gedicht aufsagen und kannst du noch eins? Ich glaube, ich musste nicht. Nee, zum Glück nicht. Ich kenne bestimmt noch ein paar, ja klar, Weihnachtsgedichte kenne ich. Allein jetzt wegen meinen Kindern, weil wir jetzt immer ein bisschen singen und ja. Aber als Kind musste ich keine aussagen. Könntest du jetzt eins für die Fans leider aussagen? Nicht. Nee, leider nicht. Gerade fällt es mir nicht ein. Okay, schade. Was war die schwerste Hürde in deiner Zeit als Profifußballer? Die schwerste Hürde, ja, war, würde ich sagen, ich habe mal im Alter von so 19, 20 ungefähr, nachdem ich bei 60 Amateure gespielt habe, wurde mein Vertrag nicht verlängert und dann bin ich zu einem Regionalligisten gewechselt und dort lief es dann aber leider noch ein Stück schlechter und ich wurde dann sogar teilweise in die zweite Mannschaft geschickt und habe dann ja siebte Liga oder so spielen müssen mit 19, 20 und ja, das war, dann habe ich meinen Vertrag dort aufgelöst nach 2 Monaten und stand ohne nichts da und das war auf jeden Fall der so schwerste Moment und die größte Hürde, die ich dann überwinden musste, weil es dann ja so alles oder nichts die Entscheidung war, ob ich dann aufhören soll oder noch weitermachen soll. Das ist echt toll. Das ist aber Respekt, dass du jetzt hier bist, ne? Mhm. Wer war dein härtester Gegenspieler bislang? Schwer zu sagen. Ich würde vielleicht sagen, Akanji von Dortmund. Würde mir jetzt spontan, ich hatte schon auch in der Championship echt extrem so zweikampfstarke Spieler, aber Akanji war halt, ja, hat halt, würde ich sagen, beides, also extrem athletisch, zweikampfstark, aber auch am Ball total eine Ruhe gehabt und man ist kaum an den Ball gekommen, wenn man ihn versucht hat anzulaufen, den Ball wegzunehmen. War schon einen Schritt voraus und ja, aber auch defensiv total zweikampfstark und auch einfach total eine Maschine, ne? Maschine, ja. Nice. So, weiter geht's. Was würdest du deinem 10 Jahre jüngeren Ich raten? Ich hätte ihm vielleicht gesagt, bisschen ernster sein. Nicht so viel Party. Party habe ich in dem Alter nicht so viel gemacht. Aber halt einfach so Faxen im Kopf gehabt.
Würde ich sagen, dass ich vielleicht noch ein bisschen früher ernster die Sache angehen soll. Aber andererseits, ich hatte auch eine wundervolle Jugend gehabt. Und ja, wie ich schon gesagt habe, ich bereue nichts. Deswegen, so alles hat seinen Grund. Und ja, Leben genießen und Spaß gehört auch dazu. Aber natürlich auch ein bisschen Ernsthaftigkeit. Aber ich würde eigentlich einfach so sagen, mach genauso weiter, vielleicht einen Tick ernster, aber im Grunde genieß dein Leben und ja, hab Spaß. Okay, nice. Fallrückzieher oder Freischusstor? Ja, ich würde sagen Fallrückzieher. So, ne? Freischuss ist Sonny leider eingeteilt, deswegen. Sonst würdest du schießen? Würdest du schießen, wenn Sonny nicht da ist? Hinstellen will ich mich schon mal, ja. Ich bin jetzt nicht der aber du kannst schon. Schüsse, kannst. Aber ja, probieren wir es auf jeden Fall. Ja, ich habe es schon ab und zu gesehen im Training. Ehrlich. Gibt es bei euch zu Hause einen Adventskalender? Und wenn ja, wer darf den öffnen? Ja, unsere Kinder haben Adventskalender. Normal, meine Frau und ich schenken uns auch gegenseitig ein, aber dieses Jahr haben wir es weggelassen. Aber ja, unsere Kinder haben einen Playmobil-Adventskalender. Also die öffnen den. Hörst du Podcasts und welcher ist dein Lieblingspodcast? Also ich höre eigentlich gar nicht. Ich habe bis jetzt, glaube ich, ein, zwei gehört und die waren beide von Kobe Bryant. Und einen dritten habe ich auch noch von seinem Trainer, habe ich auch noch, also der ihn, so sein Personal Trainer, den ihn über Jahre begleitet hat. Mhm. Aber also ein Podcast-Fan oder so bin ich nicht. Also es sind maximal vier Podcasts, die ich gehört habe und es hat halt mit Sport und mit Kobe Bryant zu tun gehabt. Okay, also eher wegen Kobe Bryant und nicht wegen Podcast-Fan. Genau. Okay. Was ist dein Lieblingsfilm? Letzte Frage. Boah, ist auch ähnlich wie mit Lieblingssong. Viele, ne? Viele. Ich würde vielleicht Top 3 könnte ich sagen, würde ich sagen The Dark Knight von 2008 oder so. Interstellar und ich glaube, Titanic, würde ich noch sagen. Weltklasse-Film. Ja? Finde ich schon. Hast du noch nie gesehen? Doch, aber nee, Mann. Also es ist nicht schlecht, aber es ist nicht in meinen Top 3 drin. Ja. Okay. Meine, sorry. Ja, ich sag ja nur. Moin, liebe HSV-Fans. Vielen Dank für eure Fragen. Und zwar habt ihr heute noch was zu gewinnen. Diesen Spielball hier beim Heimsieg gegen Jahn Regensburg. Wenn ihr mitmachen wollt, findet ihr alle Infos hier. Viel Glück und frohe Weihnachten.